Und das ist so ein ärgerlicher Fehler, weil man das einfach in der Prüfung, wenn man aufgeregt ist, nicht bemerkt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Pia von MinxMed und ihr erfahrt hier meine exklusiven Top-Tipps zur Heilpraktikerprüfung Oktober 2023. Ich sag's aber direkt vorab, die Tipps sind natürlich allgemeingültig und auch für die späteren Prüfungen wahrscheinlich noch sehr gut anwendbar. Ich bin eigentlich Medizinstudentin, unterrichte aber schon seit einiger Zeit angehende Heilpraktikerin und mittlerweile mache ich auch ganz, ganz viele Einzelcoachings explizit als Prüfungsvorbereitung. Deswegen bin ich mittlerweile sehr, sehr gut informiert, was für euch wirklich prüfungsrelevant ist. Für mich steht dieses Jahr tatsächlich auch eine große Prüfung an, und zwar mein Staatsexamen. Das ist, glaube ich, sogar genau zeitgleich mit der Heilpraktikerprüfung. Darum sitze ich im Grunde mit euch allen im selben Boot. Deswegen kann ich sehr, sehr gut meine eigenen Erfahrungen mit dem effektiven Lernen weitergeben und hoffe natürlich auch, euch mit diesem Video ein bisschen Sicherheit zu geben und ein bisschen weiterzuhelfen. Das Video entsteht hier eigentlich mega spontan, weil ich ein anderes Vorbereitungsvideo gesehen habe und mit den Tipps dort nicht ganz einverstanden war, und es bestätigt mich immer wieder darin: Während wir Medizinstudenten Amboss, Via Medici und MediLearn haben, haben Heilpraktiker meistens gar nichts, worauf sie sich objektiv verlassen können. Und auch viele Tipps, die man im Internet findet, sind nicht so reliabel, wie man sich das wünscht. Deswegen habe ich dieses Jahr MinxMed gegründet. Das soll nämlich eine etwas andere Wissensplattform sein, in der ihr wirklich auf Statistiken basiert die prüfungsrelevanten Themen findet. Deswegen folgt mir super gerne, vor allem auf Instagram. Da werdet ihr nochmal viel, viel mehr Informationen finden. Ganz viele Prüfungshighlights, dann Musterpatienten vom Gesundheitsamt und natürlich Lerntipps, wie ihr diesen massiven Stoff in den Kopf bekommt. Aber jetzt bleibt erstmal dran und wir starten direkt mit den Top-Tipps für euren Lernplan. Ich habe zwei wirklich fundierte Tipps dazu, und zwar nutzt den Primary- und Recency-Effekt. Das sind zwei Effekte oder Gedächtnismechanismen im Gehirn, dass wir uns einerseits das am besten merken, was wir zuallererst lernen, also die erste Information, die wir erfahren. Das in der Mitte nicht so gut und das am Ende wieder sehr gut. Das könnt ihr auf zweierlei Arten nutzen. Einerseits natürlich an einem Lerntag, dass ich mich am Anfang mit Themen beschäftige, die sehr, sehr wichtig sind. Dann die Sachen in der Mitte, die nicht so wirklich wichtig sind. Und am Ende wieder ein Top-Thema. Weiterhin könnt ihr das natürlich auch im Großen und Ganzen auf den Lernplan übertragen. Das heißt, am Anfang Themen, die sehr, sehr wichtig sind, die ihr vielleicht auch nochmal eher vertiefen müsst. In der Mitte die kleinen Fächer. Und am Ende wieder, also kurz vor der Prüfung, wieder die Themen, die sehr, sehr relevant sind. Ich mache das in meiner Prüfungsvorbereitung auch immer so, dass ich vor allem den Recency-Effekt nutze. Das macht am meisten Sinn, wenn man über mehrere Wochen und Monate lernt. Und deswegen packe ich bei mir immer Infektio und Psychiatrie, also die Top-Themen überhaupt, ans Ende. Natürlich planen wir dafür genügend Zeit ein. Also das sind dann schon auch so 2 Wochen, die man mit den Themen verbringt. Aber das, was ich am Ende gelernt habe, habe ich für die Prüfung am ehesten noch parat. Nächster Tipp: Gerade wenn ihr mehr Zeit habt, lernt Psychiatrie 2-mal. Das ist ein Tipp, den ich gestern einer Prüfungsschülerin gegeben habe, die noch etwas mehr Zeit hat. Sie möchte erst im März 2024 in die Prüfung. Und ihr Vorteil ist, sie ist jetzt mit der Ausbildung fertig. Sie hat jetzt sehr viel Zeit, um sich vorzubereiten. Sie hat mich gefragt, was kann ich machen, bis unsere Prüfungsvorbereitung startet. Und da, für die, die mehr Zeit haben, würde ich wirklich sagen, lernt Psychiatrie. Also lernt Psychiatrie in- und auswendig, bis eure Prüfungsvorbereitung startet. Gerade wenn ihr das mit mir macht, haben wir am Anfang eben andere Themen und am Ende wieder Psychiatrie, was für euch dann nur noch eine schnelle Wiederholung sein wird, weil ihr das Thema halt schon sehr gut gelernt habt. Und wieso gerade Psychiatrie? Weil die Trends der letzten Jahre auch im großen Heilpraktika gezeigt haben, dass Psychiatrie immer mehr Fragen einnimmt. Also wir haben teilweise bis zu 30%, 40% Psychiatriefragen im großen Heilpraktika. Ich spreche nicht vom Heilpraktika für Psychotherapie. Ich meine, da ist es klar. Nee, tatsächlich im großen Heilpraktika sind sehr, sehr viele Psychiatriefragen mittlerweile. Einerseits ist es total toll und super dankbar, weil es ist ein Fach, jetzt geht hier gerade die Sirene bei uns an, weil es ist ein Fach, das man sehr, sehr gut lernen kann. Also es ist einfach zu lernen, aber es ist natürlich auch eine Menge Stoff. Deswegen, wenn ihr die Zeit habt, lernt es 2-mal.
Nächster Tipp, schreibt bitte keine Zusammenfassungen. Das ist mir ein absoluter Dorn im Auge, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe so viele Schülerinnen erlebt. Ich habe hier, ich mache den ganzen Tag so viel und irgendwie bleibt gar nichts hängen und am Abend bin ich so erledigt, ich kann überhaupt nicht weiterlernen. Dann frage ich ja, was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Womit beschäftigst du dich? Wo hapert's? Und dann kommt, ja, also gerade schreibe ich erstmal komplette Zusammenfassungen zur iCreavi-App. Ich will hier gar keine Werbung machen, aber die schreiben wirklich Zusammenfassungen zu schon vorhandenen Lehrbüchern oder sogar zu den Unterrichtsmaterialien. Das sollten eigentlich schon Zusammenfassungen sein. Also eine gute Ausbildung bietet dir auch immer Zusammenfassungen. Und wenn dem nicht so ist, dann kaufst du dir bitte Zusammenfassungen, wenn du in einer Prüfungsvorbereitung bist. In der Ausbildung gerne, sage ich nichts zu, aber in der Prüfungsphase auf gar keinen Fall. Denn Zeit ist Gedächtnis. Und Zeit ist das, was wir am wenigsten haben in einer schnellen Prüfungsvorbereitung, auch wenn die 3-4 Monate geht. Du musst deine Zeit wirklich gut einteilen, gut kalkulieren und was du eben nicht hast, sind Ressourcen, nochmal etliche Seitenzusammenfassungen zu schreiben. Du setzt dich bitte hin, du kaufst dir Zusammenfassungen, die schon fertig sind und dann lernst du die sofort auswendig über natürlich sinnvolle Verfahren. Also du musst es jetzt nicht wie so ein Gedicht auswendig lernen. Dazu kommen wir jetzt nämlich im nächsten Punkt. Bitte nutze Anki-Karten. Anki-Karten sind im Medizinstudium ultra gehypt und auch sehr, sehr verbreitet. Also ich kenne kaum einen Studenten, der nicht damit lernt. Und das ist, glaube ich, auch so das größte Pro-Argument, warum ich das immer jedem empfehle, es ist ein komplett kostenloses Tool. Also wie geil ist es bitte? Es ist eine kostenlose Software, du kannst es als Desktop-Version oder im Browser nutzen, es ist auf allen Geräten verfügbar und es ist das cleverste Tool, um Karteikarten zu schreiben. Das klingt relativ simpel, aber Anki hat einen entscheidenden Unterschied zu klassischen Karteikarten. Bei klassischen Karteikarten hast du ja deine 2 Stapel, irgendwie das kann ich schon gut und das kann ich gar nicht und dann sortierst du deine Karten und dann machst du am Tag 150 Karten und dann startest du mit den Fragen, die du gar nicht kannst und dann fällt dir auf, obwohl du die Karten schon kennst, dass du sie weiterhin nicht kannst, auch wenn du sie immer wieder wiederholst. Und das liegt daran, dass das Gehirn nicht auf Masse oder Menge trainiert werden kann, sondern nur auf Zeit und vor allem auf Zeitabständen. Das bedeutet, Anki funktioniert genau über dieses Prinzip. Bei Anki hast du auch deine digitalen Karteikarten und du teilst die auch ein in kann ich besonders gut, kann ich gar nicht gut. Aber Anki macht dann nicht einfach einen Stapel und wartet, bis du fertig bist, sondern Anki präsentiert dir immer wieder die Karten, bei denen du gesagt hast, das kann ich nicht so gut und variiert da in den zeitlichen Abständen. Das heißt, du kannst wirklich auswählen, das kann ich gar nicht, das kann ich mittel, das kann ich gut und dann kommt eine Karte nach 5 Minuten, nach 10 Minuten, nach einem Tag, je nachdem, was du angeklickt hast. Und das ist wirklich Gold wert fürs Gedächtnis, weil diese ständigen Wiederholungen dafür sorgen, dass wir in kurzer Zeit Inhalte optimal vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis übertragen. Anki-Karten nutze ich also auch in meiner Prüfungsvorbereitung wirklich als essentielles Tool. Und wenn du dich dafür interessierst, schreib mir einfach eine Mail, wir vereinbaren einen Termin und ich erkläre dir alles, was du dazu wissen musst. Der nächste Tipp ist sehr pragmatisch, aber wohl auch der relevanteste. Bitte lern nur das Prüfungsrelevante. Es nutzt nichts, alle Themen wieder so in die Tiefe zu lernen wie für die Ausbildung, denn das war, wie der Name sagt, Ausbildungswissen. Klar, wir lernen auch fürs Leben, wir lernen natürlich auch für den Beruf, aber du möchtest jetzt ja die Prüfung bestehen. Und seien wir ehrlich, du kannst halt einfach nicht alles zur Prüfung wissen. Das ist jetzt natürlich einfach gesagt. Mein Tipp an dich ist tatsächlich, such dir irgendjemanden, der eine professionelle Prüfungsberatung anbietet. Das kann natürlich sehr gerne mit mir sein, aber für dein Wohl such dir einfach irgendwen, der dir halt passt und gefällt und wo du denkst, dem vertraue ich, mit dieser Person möchte ich zusammenarbeiten. Denn eine professionelle Prüfungsvorbereitung beinhaltet, dass die sich vorher hingesetzt haben und die wirklich wichtigen Themen für sich zusammengesucht haben. MingsMed macht es zum Beispiel so, wir gucken uns alle Prüfungsfragen zu einem Thema an, sagen wir jetzt zum Beispiel Orthopädie oder Infektio und schreiben uns die alle raus in so eine Excel-Tabelle, gucken dann in der Excel-Tabelle, welches Thema wurde am häufigsten gefragt und wir vermerken uns noch, was ist spezifisches Detailwissen, das man jetzt vielleicht nicht immer spontan parat hat. Bestes Beispiel ist so die Rheumatologie. Welche Erkrankungen sind alle HLA-B27 positiv? Ich meine, klar hat man das gehört, aber es gibt besondere Themen oder besondere Krankheiten, wo das sehr, sehr oft gefragt wird, zum Beispiel bei Morbus Bechterew und andere wie reaktive Arthritis, wo das jetzt nicht so die Kernkompetenz ist, diese ganzen Antigene zu kennen. Und ihr seid sicher, nach unserer Prüfungsvorbereitung war alles Relevante drin. Ihr habt kein bisschen zu viel gelernt und habt wirklich komprimiert
das maximale Wissen in euren Kopf übertragen. Und dadurch, dass dir jemand diese Arbeit quasi abnimmt, zu filtern, was muss ich können, was muss ich jetzt nicht so sehr vertieft lernen, sparst du natürlich Unmengen an Zeit und damit eben auch einen besonderen roten Faden in der Prüfungsvorbereitung. Du weißt genau, welche Themen du lernen musst, welche nicht und kannst dich dadurch viel besser systematisch strukturieren. Und jetzt gibt es noch so ein paar Tipps ganz spezifisch zur jeweils schriftlichen und mündlichen Prüfung. Wie bereitet man sich auf die schriftliche Prüfung am besten vor? Jetzt wirklich ganz spezifisch. Grundsätzlich solltet ihr euch vor Augen halten, die Prüfung ist immer aus schwierigeren und leichten Fragen aufgebaut. Das heißt, Fragen, die teilweise so schwer sind, dass selbst ich vor den Examen sitze und mir denke, wie soll man das überhaupt aus dem FF sofort auswendig wissen? Und es sind auch teilweise Fragen, die kann man eigentlich gar nicht beantworten, wenn man nicht explizites Spezialwissen mitbringt. Und dann gibt es eben immer diese Fragen, das werdet ihr auch beim Kreuzen merken, die man fast intuitiv löst, die wirklich relativ einfach sind und wo ihr denkt, ja, darauf bin ich top vorbereitet. Und wie gesagt, die Prüfung ist ein Gesamtspiel, eine Mischkalkulation könnte man auch sagen, aus beidem. Und grundsätzlich ist die Prüfung immer so aufgebaut, dass man sie theoretisch bestehen kann, wenn man sich moderat vorbereitet hat. Das heißt, wenn ihr beim Kreuzen auf Fragen stößt, die sehr, sehr schwer sind. Zum Beispiel eine Schülerin von mir in ihrer Prüfung wurde gefragt, was ist eine Broteinheit? Und da wurde wirklich explizit dann nach der Zahl gefragt, die die Diabetiker halt nutzen. Und natürlich ist das irgendwo auch vielleicht Grundwissen, wenn man Diabetes aus dem FF kann. Aber es ist dann auch wieder dieses super spezifische Faktenwissen. Und gerade wenn man sich dann mit der Prüfungsvorbereitung auch immer wieder auf die mündliche vorbereitet, lernt man ja eher so die Pathogenese hinter Diabetes, die verschiedenen Arten von Diabetes. Und das wäre jetzt ein Fakt, da hätte ich gar nicht gewusst, dass ich da für meine Schülerin den Fokus drauf setzen muss. Und wenn euch solche komischen Fragen begegnen, dann macht euch irgendwie keinen Kopf und habt nicht sofort Angst. Oh mein Gott, die fragen ja total detailliertes Wissen, weil das ganz oft eben nur diese, wir nennen das in der Medizin, also in den medizinischen Staatsexamina, diese Einserbremsen sind. Also das sind Fragen, wenn ihr die richtig habt, dann kommt ihr wirklich auf 100%. Und wenn ihr die alle nicht könnt, dann kommt ihr trotzdem auf eure 80% und habt trotzdem bestanden. Ihr habt halt diese einen super krassen Fakten nicht gekonnt, aber es reicht dennoch fürs Bestehen. Darum meine Message an euch, bitte macht euch nicht zu großen Stress, wenn ihr auf Fragen stößt, die sehr in die Tiefe gehen, die ihr dann mal nicht beantworten könnt. Das gehört einfach dazu. Und dann ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den ich euch wirklich ans Herz lege. Bitte kreuzt nicht das allerletzte Examen in eurer Prüfungsvorbereitung. Das allerletzte Examen, also das allerneueste im Grunde, das wäre jetzt März 2023. Das solltet ihr euch immer als Generalprobe übrig lassen. Und meiner Meinung nach auch die letzten zwei Examina, damit ihr irgendwie zwei Generalproben habt. Der Sinn einer Generalprobe ist, dass ihr euren kompletten Lernplan erstmal beendet, ihr seid fertig, habt alle Themen gelernt und dann kreuzt ihr die Generalprobe und schaut, wie schneide ich ab und seht natürlich auch, wie ist die Tendenz, ob ihr besteht oder nicht, ob ihr bereit für die Prüfung seid oder nicht und auch, welche Themen oft gefragt wurden, welche Themen ihr vielleicht selber noch vertiefen müsst, weil ihr da nicht viele Punkte geholt habt und so. Ich habe zum Beispiel ein Video geschaut, auch als Prüfungsvorbereitung so für Heilpraktiker, was man machen soll und da war der erste Tipp, kreuze das neueste Examen und orientiere dich bei deiner Prüfungsvorbereitung an den Themen, die da gefragt werden. Und natürlich kann man das auch so handhaben, aber dann nehmt ihr euch einfach die Chance, der absolut genauen Überprüfung eurer Vorbereitung. Also klar kann man auch irgendwie einen Prüfungskurs machen und da ein Examen mitkreuzen, was sich dieser Kursleiter selber ausgedacht hat. Und da sage ich auch gar nichts gegen. Ich finde das toll, dass sich Leute die Mühe dazu machen. Aber das trifft nun mal nicht auf alle Heilpraktika-Anwärter zu. Nicht alle machen diese Prüfungsvorbereitungen mit. Viele lernen ja auch zu Hause. Viele kommen ja auch irgendwie aus schon medizinischen Bereichen und brauchen das dann gar nicht mehr so explizit. Und gerade für diese Leute ist es Gold wert, so ein Examen noch übrig zu haben. Und selbst wenn man eine Prüfungsvorbereitung macht, wo einem so ein Probeexamen mit komplett neuen Fragen gestellt wird, sind das ja immer noch Fragen, die sich halt diese Kursleitung ausgedacht hat und nicht das Gesundheitsamt. Das heißt, diese Überprüfung wird niemals so genau sein, wie wenn ihr halt das allerletzte Examen als Generalprobe nochmal kreuzt. Und deswegen ist es mein Herzenstipp an euch, versucht, das allerletzte Examen übrig zu lassen. Und deswegen auch so ein kleiner Zusatztipp, sucht euch eine Kreuz-App, wo das überhaupt möglich ist, nach Examen zu filtern. Weil ganz viele Apps, die werben damit, dass die 6000 Fragen in ihrem Kader haben und diese 6000 Fragen beinhalten dann auch die Fragen von gefühlt 1995 bis
2005. Und das sind halt einfach so alte Fragen, die kommen thematisch dann nicht mehr drin vor. Die werden auch als Altfragen nicht mehr in die Prüfung eingepflegt und es macht keinen Sinn, darauf Zeit zu verschwenden. Sucht euch lieber einen Prüfungstrainer, also eine Kreuz-App, wo ihr die Examen auswählen könnt, und ich würde euch raten, so vielleicht ab 2006, wahrscheinlich eher ab 2008, alle Fragen bis 2023 reinzupacken, beziehungsweise das letzte Examen eben nicht, wie gesagt. Nächster Tipp: Analysiere deine Prüfungsfragen. Das ist jetzt ein Tipp, das solltest du nicht immer machen und definitiv nicht am Anfang deiner Prüfungsvorbereitung. Es ist wirklich extrem zeitraubend, wenn du dich bei jeder Prüfungsfrage da hinsetzt und dir komplett alle Antworten einmal durchguckst. Wieso ist das falsch, wieso ist das richtig? Und dann nochmal dir irgendwie die Krankheiten in den Falschantworten anschaust oder so. Das solltest du erst machen, wenn du mit deinem Lernplan schon relativ weit bist, beziehungsweise wenn du ein Thema schon fast abgeschlossen hast und du quasi nochmal einen draufsetzen möchtest. Denn natürlich macht es Sinn, zu gewissen Fragen nicht nur die Richtigantworten zu kennen, sondern auch die Falschantworten zu verstehen, beziehungsweise die Krankheiten aus den Falschantworten nochmal genauer zu lernen, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dazu auch irgendwann mal Richtigfragen kommen. Mit Falschantworten und Richtigfragen meine ich, eine Richtigfrage ist, was ist da am ehesten richtig? Und dann kommen verschiedene Sachen und da sind natürlich auch Antworten bei, die halt definitiv nicht stimmen. Wieso empfehle ich das zu Beginn der Prüfungsvorbereitung nicht? Weil ihr da wahrscheinlich viele Krankheiten noch gar nicht angesprochen habt, die zum Beispiel in den Falschantworten vorkommen. Und dann müsstet ihr euch, um diese Prüfungsfrage nochmal genauer zu analysieren, zu jedem Thema extra belesen, statt dass ihr das Thema, sagen wir jetzt mal Kardiologie, innerhalb von 1-2 Wochen komplett abhakt und dann kreuzt und euch dann, auch wenn ihr Fragen richtig beantwortet, euch die nochmal alle genau aufschlüsselt. Das ist, wie gesagt, für mich so ein Abschluss eines Themas, dass ich die Prüfungsfragen, die ich dann kreuze, nochmal genauer analysiere, genauer hinterfrage und dadurch vielleicht auch merke, welche Falschantworten kommen häufiger, welche Erkrankungen werden da häufiger als Differentialdiagnosen auch genannt. Und wenn ihr dann in eurer schriftlichen Prüfung sitzt, wenn ihr eure Prüfungsvorbereitung abgeschlossen habt und ihr sitzt da wirklich vor diesem Examen, nehmt euch bitte unbedingt einen Textmarker und einen Bleistift und natürlich einen Kugelschreiber mit. Textmarker, damit markiert ihr alle am ehesten, am wenigsten, was ist richtig, was ist falsch, alle Nichts, alle negativen, positiven Stichworte in der Frage, damit ihr beim Kreuzen nicht diesen Flüchtigkeitsfehler macht. Auf den ersten Blick das anzukreuzen, was ihr für richtig haltet, wenn die Frage aber nach dem Falschen gestellt wurde. Also dieses Verwechseln von Richtigfragen, Falschfragen. Das bedeutet, bei einer Falschfrage wird halt gefragt, was ist falsch? Bei einer Richtigfrage, was ist richtig? Und das ist so ein ärgerlicher Fehler, weil man das einfach in der Prüfung, wenn man aufgeregt ist, nicht bemerkt. Ihr seid euch dann so sicher, ja, das ist definitiv richtig. Oft liest man dann noch nicht mal die Antwortmöglichkeiten zu Ende, dass ihr erst, wenn ihr die Prüfung abgegeben habt und nochmal im Kopf die Fragen durchgeht oder vielleicht euch online schon irgendwie Lösungen raussucht, dass ihr erst dann bemerkt, dass ihr da eine falsche und eine richtige Frage verwechselt habt. Deswegen unbedingt den Textmarker. Warum den Bleistift? Bleistift, um für euch selber Notizen reinzuschreiben, die ihr zur Not auch durchstreichen könnt. Kein Radiergummi, aber halt einfach irgendwie so Sachen wie ein Fragezeichen dran malen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Oder nochmal daneben irgendwie Sachen kritzeln, die ihr damit assoziiert. Also ich mache das zum Beispiel ganz gerne, wenn ich mir bei einer Mehrfachauswahl nicht hundertprozentig sicher bin. Dann schreibe ich mir neben die Punkte, warum ich glaube, dass es halt eben richtig oder falsch ist. Also wenn da zum Beispiel steht, was trifft zum Gestationsdiabetes zu? Und dann steht da, tritt vor allem bei schlanken Frauen auf. Dann schreibe ich mir daneben eher adipöse Patientinnen oder sowas. Also einfach kleine Details, damit ich, wenn ich am Ende nochmal alle Fragen durchgehe, weiß, wieso ich so entschieden habe. Auf diesem Bleistift baut auch direkt der nächste Tipp auf. Und zwar, bitte verbringt nicht mehr als 2 Minuten bei einer Prüfungsfrage. In der Prüfung hat man meistens 1,5 bis 2 Minuten pro Frage Zeit. Das ist so vorkalkuliert. Ich weiß es jetzt aber auch nicht hundertprozentig genau. Was ich aber definitiv weiß, nach 2 Minuten Überlegezeit kann das Gehirn sich nicht mehr auf richtig oder falsch festlegen. Was ihr nach 2 Minuten nicht hundertprozentig wisst, wisst ihr auch nach 5 Minuten nicht. Und es macht absolut keinen Sinn, wenn ihr jede Frage chronologisch abarbeitet, 5 Minuten an einer Frage zu hängen und dann erst weiterzugehen. Wenn ihr bei einer Frage nicht hundertprozentig sicher seid, wenn ihr die nicht intuitiv und aus dem Bauch heraus beantworten könnt, dann geht ihr weiter.
Dann markiert ihr euch die Frage mit eurem Bleistift, super fettes Fragezeichen dran machen, damit ihr die nicht vergesst. Und dann geht ihr weiter. Und dann beantwortet ihr die Fragen, die ihr mit eurem noch konzentrierten, jungen, frischen Gehirn schnell beantworten könnt. Und die schwierigen Fragen, da schreibt ihr zum Beispiel, wie ich eben meinte, so kleine Facts dran, so Sachen, wieso ihr nicht ganz sicher seid. Und markiert euch das mit eurem fetten Fragezeichen, geht weiter, macht alle einfachen Fragen erstmal und dann geht ihr wieder zurück und guckt euch das nochmal genauer an. Natürlich sollt ihr euch Zeit nehmen bei den Fragen. Natürlich sollt ihr jetzt nicht nach 20 Sekunden sagen, okay, Stress, ich kann jetzt nicht weiter. Nein, so ist es nicht. Aber ihr sollt einfach nicht über diese 2 Minuten kommen. Und 2 Minuten sind in einer Prüfung sehr, sehr lang. Und wenn ihr da länger als 2 Minuten sitzt, dann werdet ihr auch merken, wie ihr einen Knoten im Kopf bekommt und wie es euch danach schwerer fällt, eigentlich leichte Fragen zu lösen. Deswegen bitte, bitte in der Prüfung dran denken und auch im Üben vorher so handhaben, nicht länger als 2 Minuten bei einer Frage und spätestens dann weitergehen. Frage markieren, kleine Stichworte dran schreiben, was ihr halt zu den Antworten so denkt und dann am Ende zu der Frage nochmal zurückgehen. Ganz oft sind auch Fragen drin, die gegenseitig aufeinander aufbauen, wodurch dann die Entscheidung bei der früheren Frage leichter fällt. Dann wird irgendwie dieselbe Symptomabfolge, zum Beispiel irgendein Exanthem wird da benannt, wird abgefragt und irgendeine Frage später kommt dann genau die Erkrankung mit noch mehr Details. Dann ist es so ein bisschen verbunden und es ist viel einfacher mit dem Wissen aus der späteren Frage, die frühere zu lösen. Es ist natürlich nicht immer so. Also bitte, bitte denkt im Examen daran, geht nach 2 Minuten weiter und schont euer Gehirn, damit ihr nicht auch die leichten Fragen am Ende falsch beantwortet, weil ihr euch einfach mit der einen Frage überansprucht habt. Und dann mein absoluter Master-Insider-Tipp, oder wahrscheinlich ist es gar nicht mehr so der Insider-Tipp, aber ihr solltet euch unbedingt die letzten 4 Heilpraktika für Psychotherapie-Examen anschauen, denn wie ich eingangs schon erwähnte, es sind mittlerweile fast 40% Psychologie, Psychopathologie, Psychotherapie-Fragen drin und ganz, ganz oft sind das tatsächlich Altfragen aus den HP für Psych-Examen. Darum, wenn ihr Psychologie gerade lernt, solltet ihr auch da die Fragen aus den letzten Examen nochmal mit durchkreuzen, eben vom HP Psych und das Ganze abgleichen, denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass euch genau diese Fragen oder irgendwie ein bisschen anders gestellt, zumindest die Erkrankungen, nochmal begegnen. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und ich glaube auch dem Teil der Prüfung, vor dem die meisten die größte Angst haben. Die mündliche Prüfung. Wie bereite ich mich am besten vor? Zunächst mal, wieso haben so viele so Angst vor der mündlichen Prüfung? Das könnt ihr Zuschauer wahrscheinlich am besten fühlen und erklären. Die Angst kommt daher, dass man nicht weiß, worauf man sich eigentlich einlässt. Die meisten hatten noch nie eine mündliche Prüfung in ihrem Leben. Ich meine, selbst in der Schule wurde man ja noch nie so lange so detailliert auch ausgefragt und dann auch noch auf so einem breit gestreuten Fach. Und dieses Nichtwissen, was mich erwartet, macht die meiste Angst, denn ich kann mich kaum gezielt vorbereiten, wenn ich die Situation nicht kenne. Ich hatte in meinem Studium tatsächlich schon unglaublich viele mündliche Prüfungen, also zu der kompletten Anatomie des Körpers. Das erste Staatsexamen ist bei uns auch eine Prüfung bestehend aus schriftlichem Teil und mündlichem Teil. Da wird Anatomie, Physiologie und Biochemie geprüft. Biochemie war auch nie mein Lieblingsfach, also es sind dann auch so Fächer, wo man sich irgendwie ja auch nicht so ganz so sicher ist. Und ich habe es überlebt. Und verspreche euch, ihr werdet es auch überleben, auch wenn ihr vorher noch nie eine mündliche Prüfung gemacht habt. Wie bereite ich mich jetzt am besten darauf vor? Ich kann es nur immer, immer wiederholen. Übt das Sprechen. Übt Sprechen, Sprechen, Sprechen und Erklären. Wenn ihr das souverän könnt, dann werdet ihr auch die mündliche Prüfung meistern. Macht das, während ihr auswendig lernt. Sprecht, sprecht die ganze Zeit. Das Gehirn kann sich nichts besser merken als beim Sprechen, weil ihr sowohl Sprachproduktion als auch Hörverständnis damit ansprecht und trainiert und weil die Informationen dann als sehr wichtig gewertet werden und eher ins Langzeitgedächtnis übertragen werden. Und natürlich übt ihr so am besten, Sachverhalte mit den eigenen Worten zu erklären. Und das ist, was ihr in der mündlichen Prüfung machen werdet. Ihr werdet dem Prüfer, der wird euch ein Stichwort geben oder eine Frage und ihr werdet daraufhin dem Prüfer die Erkrankung erklären, auf die Symptome eingehen, auf die Therapie eingehen und ihr werdet euch darüber so ein bisschen durch die Prüfung durchhangeln und am Ende bei einem positiven Ergebnis ankommen, sofern ihr eben oft geübt habt, selber souverän zu sprechen und zu erklären. Mein nächster Tipp dazu, gerade für die Leute, die
vielleicht keine Verwandten oder Freunde aus dem medizinischen Kontext haben. Nutzt Fragenbücher für die Heilpraktikerprüfung. Es gibt ganz, ganz viele Bücher, die immer mündliche Fragen und dann jeweils die Antwort abgedruckt haben, sodass ihr auch mit euren Verwandten, die nicht aus dem medizinischen Bereich kommen, das zu Hause ganz easy peasy üben könnt. Die stellen euch die Frage, lesen sich die Antwort durch, gucken, was ihr antwortet, können dadurch natürlich verifizieren, ist es richtig oder falsch. Und so müsst ihr nicht immer mit einer professionellen Prüfungstrainerin arbeiten. Trotzdem will ich auch das immer empfehlen, macht mit irgendeiner ausgebildeten Person, die sich auch mit der Heilpraktikerprüfung auskennt, wenigstens ein mündliches Training, also eine mündliche Prüfung, die dann nachgestellt wird. Wieso? Weil ihr natürlich vor eurem Ehemann oder euren Eltern niemals so aufgeregt sein werdet wie vor einer fremden Person, bei der ihr wisst, dass die wirklich Know-how hat und wirklich merkt, wenn ihr irgendwas Falsches erzählt. Und natürlich kann euch diese Person doch noch mal ein Stück weit besser korrigieren und euch auch am Ende von diesem Prüfungstraining ein ernst gemeintes, ehrliches Feedback geben und mit euch noch mal dran arbeiten, was ihr verbessern solltet. Das heißt, nutzt bitte beides, Fragebücher und Verwandte und eine professionelle Person, mit der muss man sich dann ja auch nicht 50 Mal treffen. Das kostet ja auch alles Geld, sind wir ehrlich. Aber zumindest, dass ihr einmal eine mündliche Prüfung geübt habt. So, und das waren jetzt schon meine Tipps, wie ihr euch am besten auf die Heilpraktikerprüfung Oktober 2023 vorbereitet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einmal hier auf YouTube folgt. Ganz gerne auch auf Instagram. Da habe ich nämlich noch viel, viel mehr Informationen, auch ganz viele Prüfungsfacts und Statistiken darüber, was die letzten Jahre oft gefragt wurde, welche Themen ihr beachten müsst, welche Krankheiten oft drankommen. Also bleibt bitte dran und schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare. Tschüss! Und natürlich an alle meine Prüflinge ganz viel Erfolg. Wirklich, die Daumen sind gedrückt und ihr werdet das alle mit Bravour meistern. Da bin ich mir sicher.